Der lange Winter hat auf Deutschlands Straßen seine Spuren hinterlassen. So auch in der Region Mittelrhein. Schlaglöcher, wohin das Auge blickt. Jetzt kommen wieder die Straßenbauer zum Einsatz. Doch wer glaubt, dass Straßenbauer nur Lücken im Asphalt füllen, der irrt sich. Wir haben dem Nachwuchs über die Schulter geschaut und mit dem Bundessieger im Leistungswettbewerb im Straßenbau gesprochen. Das Bauzentrum der Handwerkskammer in Koblenz. Hier werden neben allen Ausbildungsberufen des Bauhaupt- und Nebengewerbes auch die Lehrlinge im Straßenbau ausgebildet. In den Hallen und wie hier im Freigelände haben sie Gelegenheit, Techniken und Fertigkeiten zu erlernen, für die im betrieblichen Alltag meist nur wenig Zeit bleibt. Wir haben nachgefragt, was muss man als Straßenbauer können und warum ist Straßenbauer ein Traumberuf? Also ich wurde Straßenbauer zum einen, weil es sehr abwechslungsreich ist. Man hat verschiedene Bereiche, wo man auch zum Beispiel im ersten Lehrjahr dann reingeführt wird. Das ist zwar in den Handwerksbereichen am Bau eigentlich generell so, aber auch später im Straßenbaubereich. Man hat mit verschiedenen Materialien zu tun, man hat verschiedene Werkzeuge. Auch der Maschineneinsatz in den Firmen wird ja immer mehr und größer, eine interessante Sache. Und ist einfach sehr abwechslungsreich, macht Spaß. Und ist draußen in der frischen Luft, wer praktisch ein bisschen Feeling hat, der müsste das eigentlich machen. Hier wird ein Gehwegteilstück angefertigt, das besteht aus verschiedenen Bereichen. Einmal den Bordstein, dann verschiedenen Einfassungen, die man hier sehen kann, Natursteinelementen und Betonplatten. Und verschiedene Gefälle sind hier einzuhalten. Und man sieht hier, das soll nachher so laufen, dass das Wasser hier oben ankommt, unten zu dieser Entwässerungsrinne, dieser Regenrinne, hinläuft. Und meine Aufgabe ist jetzt hier auf verschiedene Verbände und solche Sachen zu achten, dass ich keine Kreuzfugen bekomme. Die sind nämlich nachher für die Stabilität nicht so gut von diesem Belag. Und ja, am besten zeige ich halt einfach mal, dann sehen Sie auch, was ich damit meine. Also wenn man dann hier zum Beispiel guckt, wird immer versucht, die Steine um eine Hälfte zu versetzen, damit man möglichst diese Fugen durch einen anderen Stein dann abdecken kann. Und so bekommt man nachher auch eine höhere Stabilität von dem Belag an sich. Dieses überholte Bild von früher, dass man sagt, Leute, die auf dem Bau arbeiten, die müssten eigentlich wenig Schulkenntnisse haben und sich eher durch ihre Arbeitskraft auszeichnen, der Fall ist ja schon lange nicht mehr. Also ein Straßenbauer, der muss heutzutage also sehr flexibel sein, der muss Geräte bedienen können, der muss sicherlich auch daran denken können, dass man verschiedene Problematiken an dem Standort zu bearbeiten hat. Ja, man muss eigentlich auch darauf eingehen können, Tief- und Kanalbau ja in dem Bereich, man muss Rohre legen können, man muss Asphalt einbringen können und vor allem, man muss halt immer auch zeitlich flexibel sein. Ja. Es ist also nicht so, dass man jeden Tag damit planen kann, ich fahre morgens um 7 oder 8 Uhr auf die Arbeit und bin dann pünktlich um 4:30 zu Hause. Ja, also da muss man sich auch je nach Aufgabenstellung, je nach Arbeit auch ein bisschen danach richten können oder darauf richten können, dass man halt ein bisschen länger arbeitet. Kein langweiliger Bürojob also, sondern ein Beruf, der vielfältig und abwechslungsreich ist. Zum Ausbildungsberufsbild und den Aufgaben eines Straßenbauers gehört übrigens auch das Vermessen von Flächen. Wenn also zum Beispiel ein Sportplatz oder Parkplatz angelegt werden soll. Mathematikkenntnisse und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen sind also unerlässlich. Vom Bauzentrum in Koblenz und den Lehrlingen im Straßenbau geht es nach Rheinprohl. Die jungen Männer, die hier im Unterricht bei Bernhard Skotki sitzen, haben ihren Gesellenbrief schon in der Tasche. Sie bereiten sich auf ihre Meisterprüfung als Straßenbauer vor. Unter ihnen Andreas Knurr, Bundessieger im praktischen Leistungswettbewerb der Straßenbauer. Er hat eine längere Anreise nach Koblenz und zu seinem Meisterkurs in Kauf genommen, um damit die höchste Qualifikation im Handwerk zu erreichen. Also ich komme aus Südpfalz, aus südlicher Weinstraße liegt das, in der Nähe von Kaiserslautern. Ja, das ist die einzige Handwerkskammer, die den Kurs jetzt dieses Jahr Vollzeit angeboten hat. Straßenbauer wollte ich eigentlich nie werden, war eher zufällig, dass ich das geworden bin. Ja, aber das Beste draus gemacht. Ich habe dann als Lehrlingsbester abgeschnitten, bin zum Leistungswettbewerb eingeladen worden. Das waren dann die Landesmeisterschaften, die habe ich gewonnen. Und dahin weiter zu den Bundesmeisterschaften. Ja, aus jedem Bundesland kommt der beste Straßenbauer von der Kreisebene. Und dann kriegt jeder morgens einen Plan. Ausführungsplan, dann hat man 6, 7 oder 8 Stunden Zeit, je nach Plan. Und es wird dann bis zur Vollendung wird das durchgezogen und dann wird das bewertet von 3, 4 verschiedenen Prüfern. In Portugal, also in Lissabon, sind die Euroskills, sind die Europameisterschaften für Baugewerbe und das ist auch ein Abteil für die Straßenbauer dabei. Und da trete ich dann an für Deutschland. Ja, mal schauen. Mehr weiß ich auch nicht, das ist ziemlich frisch noch alles.
Keine Straßenschäden mehr gibt es hoffentlich am 29. Mai, denn dann startet der Mittelrhein-Marathon 2010. 42 Kilometer. Mehr als 10.000 Teilnehmer, über 20.000 Füße, die sich am 29. Mai von Oberwesel bis Koblenz kämpfen. Das Handwerk ist mit den 4x10 Kilometer besser mit Meister Team Marathon dabei. Seien auch Sie mit dem Handwerk unterwegs und erleben Sie die Faszination Marathon. Anmeldungen zum Besser-mit-Meister-Marathon sind noch möglich. Informationen und Anmeldungen im Internet unter bessermitmeister.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.